Hi zusammen und willkommen zurück zu SCSS Tutorial Reihe. Heute geht's um Variablen. Ja, ich möchte jetzt gar nicht so lange auf irgendwelche Grundlagen von CSS oder sowas eingehen, sondern wirklich direkt mit den Neuerungen von SCSS anfangen, weil wir ja auch gesagt haben, CSS solltet ihr eigentlich schon können, wenn ihr diese Tutorial Reihe hier anfangt. Ansonsten gibt's die natürlich auch einfach so zu gucken. Und ja. Wir fangen jetzt einfach direkt an. Variablen. Variablen ist eigentlich so ziemlich das geilste Konzept, was SCSS, also eins der wichtigsten Konzepte, finde ich zumindest, was SCSS für euch zur Verfügung gestellt hat. Und wir haben eigentlich auch schon damit gearbeitet, denn genau das sind Variablen. Es wird also ein sehr, sehr kurzes Video werden. Ich möchte euch nur ganz kurz erzählen, was das eigentlich genau ist. Und zwar kann man jeden Wert, den man später per CSS irgendwo verwenden kann, das heißt auch mehrere kombinierte Werte oder sowas, kann man als Variable definieren. Das heißt, wir können hier auch sagen, wir können die Variable nennen, wie wir wollen, wir müssen sie nur uns merken, wie wir die Variable nennen. Also wir können zum Beispiel sagen, ich definiere mich hier unten eine neue Variable und zwar mit Dollar immer am Anfang. Das ist ganz wichtig, dass wir am Anfang immer Dollar benutzen. Und dann nennen wir die Variable, wie wir wollen, also am besten irgendwas Passendes. Und jetzt habe ich auf Speichern gedrückt, jetzt ist natürlich mein Runner abgeschmiert. Das solltet ihr nicht machen, auf Speichern drücken, wenn ihr gerade einen Syntaxfehler drin habt, so wie ich mir das leider hin und wieder angewöhnt habe. Genau, also wir können zum Beispiel uns hier eine Border definieren, wenn wir das wollen. Wir können hier sagen, meine Border sieht folgendermaßen aus und zwar zum Beispiel 5 Pixel, Solid und Rot. Genau. So, und jetzt sagen wir hier einfach mal, Border. Nehmen wir einfach mal direkt die Border. Ist in meinem Fall $Border. Fertig. Und damit habe ich jetzt hier in $Border drin stehen, was genau hier alles steht. So, jetzt kann ich natürlich hergehen und kann sagen, okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Übrigens, wenn der FileWatcher mal abschmiert, dann macht das nichts. Der kommt danach einfach wieder. Wenn man zumindest die Einstellung richtig gemacht hat. Also das muss dann einfach da sein. Und ja, wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal an. Sieht folgendermaßen aus, wenn wir hier eine Box drumherum ziehen oder eine Border eben drumherum ziehen. Über was haben wir es eigentlich jetzt gerade gemacht? Über den kompletten Body. Okay, wunderbar. Kann man natürlich einstellen, auf was man das haben möchte. Das bleibt natürlich immer völlig euch überlassen. Jetzt ist es aber natürlich so, die beiden Farben unterscheiden sich ein bisschen. Und wir wollen vielleicht als Schriftfarbe dasselbe haben wie für die Borderfarbe. Naja, wie machen wir das? Wir sagen einfach hier, hey, wir benutzen einfach $PrimaryColor. Und das funktioniert genauso. Das heißt, ich kann mich hier die Farbe definieren, die ich für meine Border haben möchte. Also irgendwo oben in einer weiteren Variable und kann die dann später auch wieder benutzen. Wir sehen, jetzt ist die Farbe von meiner Border die gleiche wie die vom Text, weil es ist ja offensichtlich dieselbe Farbe. Ich habe ja hier dieselbe Variable benutzt. Einmal hier $PrimaryColor und einmal hier $PrimaryColor. Das heißt, ihr könnt Variablen benutzen, wo immer ihr wollt. Aber es wird schwierig, wenn wir das Ganze jetzt so rum machen. Genau, denn hier sehen wir einen Fehler, genau, ah ja, da oben steht die Fehlernachricht und die bekommt ihr auch direkt in der IDE oder wenn ihr es dann versucht zu kompilieren, dass die Variable nicht definiert ist. Warum ist die Variable jetzt hier nicht definiert? Ganz einfach, wir haben sie definiert, aber unten drunter. Wir haben sie hier oben benutzt, ohne sie vorher definiert zu haben. Das heißt, der Compiler geht natürlich von oben nach unten durch und setzt überall, wo $PrimaryColor steht, setzt er natürlich das hier drin, das hier ein. Aber hier kennt er noch gar nicht $PrimaryColor. Das kennt er erst hier in dieser dritten Zeile, nicht schon in der zweiten Zeile. Das heißt, er kann ja hier noch nicht irgendwas Unbekanntes einsetzen. Das geht nicht. Er muss also vorher $PrimaryColor definiert haben, bevor er hier diese Farbe auch wirklich setzen kann. So, warum macht man es dann nicht einfach so, man guckt den ganzen Code durch, ob irgendwas ist? Relativ simpel, das kommt aus anderen Sprachen vor allem. Ich könnte ja hier auch $PrimaryColor als $Border definieren. Und dann habe ich ein Problem. Denn $PrimaryColor möchte $Border benutzen. $Border benutzt $PrimaryColor und unser Compiler weiß dann nicht, was er benutzen soll. Also PrimaryColor, oh, ich brauche Border. Border, oh, ich brauche PrimaryColor. Oh, ich brauche Border. Oh, ich brauche PrimaryColor. Und so weiter und so fort. Der wäre in der Endlosschleife. Deswegen verbietet man solche Sachen einfach, auch wenn es jetzt hier überhaupt keinen Sinn macht.
Aber ja, deswegen sagt man hier, okay, es muss alles von oben nach unten definiert sein, damit ich keine zyklischen Abhängigkeiten habe, damit auch mein Compiler nicht irgendwie hier anfängt zu stottern und irgendwelche Schwierigkeiten macht. Eigentlich relativ simpel. Das heißt, wenn ihr irgendwas verwendet an Variablen, achtet darauf, dass es vorne dran definiert ist. Ihr könnt es aber danach überall definieren, wo ihr Lust drauf habt. Und so könnt ihr natürlich einfach sagen, hey, ich möchte jetzt ein neues Website-Layout erstellen. Und plötzlich ist meine Farbe hier nicht mehr rot, sondern alles, was vorher rot war, soll auf einmal in schwarz erscheinen. Ja, super simpel. Einfach hier diese Farbe updaten. Und ihr könnt das hier aktualisieren und seht, es ist auf einmal alles schwarz geworden. Was natürlich den riesen Vorteil hat, ich kann hier eine Variable ändern und muss nicht den kompletten Code durchgehen. Sondern ich muss nur hier oben alles durchgucken, in meinen Variablen am besten, was ich habe, um dann das komplette Layout einmal zu überarbeiten. Das ist so viel angenehmer, wenn man zum Beispiel ein Dark Layout oder sowas erstellen möchte. Einfach nur hier diese paar Dinger hier verwenden und schon hat man alles. Also ja, benutzt Variablen, sie sind unglaublich mächtig, selbst für diese Font 100% sollte man fast schon eine Variable nehmen, am besten für alles irgendwie eine Variable nehmen, damit man hier oben wirklich einfach alles hat. Das wird vor allem natürlich, also jetzt bei dem kleinen Dokument ist es nicht wichtig, aber das wird vor allem natürlich wichtig, wenn wir dann noch irgendwo diese Variablen weiter aufgreifen, also nicht nur an 2 Stellen, sondern von mir aus an 100 Stellen und dieses CSS-Dokument am Ende 500 Zeilen lang wird oder sowas. Denn dann müsste man jetzt die kompletten 500 Zeilen durchgehen, nur um diese Primary Color überall zu ersetzen. Das wäre schon sehr viel Aufwand. Okay, ich hoffe, der Sinn von Variablen ist deutlich geworden und was ihr damit alles anstellen könnt. Wir werden natürlich noch weiterhin Variablen verwenden und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.